Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kalle Kuschinski und ihr seht schon, ich sitze hier gerade mal wieder in der Altstadt. Ich wollte euch heute mal ein bisschen was erzählen. Ihr seht schon im Titel, der peinlichste Moment meines Lebens. Und es ist no joke, wirklich bis dato. Da habe ich wirklich das Peinlichste, was ich erlebt habe. Während ich hier sitze, kann ich euch noch mal ganz kurz sagen, ich bin nächste Woche auf der Gamescom und deswegen gibt es diese Woche auch einfach so ein bisschen entspannteres Video, weil das Video nächste Woche wird wieder ein bisschen krasser mit Lenkrad und so. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Ansonsten kann ich sagen, dadurch, dass es die Gamescom ja auch ein krasses Event ist, wollte ich das jetzt ein bisschen damit verknüpfen, dass ich euch diese Story erzähle. Ja, was soll ich sagen? Im Endeffekt ist es so, ich war ja letztes Jahr mit Electric Callboy auf Tournee. Hier noch mal ein kleiner Ausschnitt, Digga. Ne? Ja! Das heißt, ich war innerhalb von irgendwie 12 Tagen auf 8 Konzerten mit unterwegs und habe super viele Städte gesehen. Es war mega geil. Wir waren in Rostock, in Kiel, waren wir überhaupt in Rostock? Wir waren auf jeden Fall in Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden. Es war mega geil. Da haben wir natürlich auch vieles gesehen und erlebt. In Leipzig tatsächlich, das war das zweite Tourdatum, nachdem ich meine erste Nacht im Nightliner verbracht habe, meine Damen und Herren, die absolut beschissen lief. Also ihr müsst euch vorstellen, ich steige damit ein, die ganzen Leute da, mega viel. Viele Eindrücke. Erster Auftritt in Hamburg war auch mega insane. Da muss ich auch sagen, waren das natürlich super viele neue Eindrücke. Und ich hasse es, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hasse es, in einem fahrenden Fahrzeug oder sowas zu schlafen. Also das ist überhaupt nichts für mich. Und dementsprechend war ich dann auch nicht so gut zu Bett im Nightliner. Also es ist ja mega krass. Die haben da so einen Bus. Da ist mega viel Shit drin. Unten halt so ein bisschen Sitzmöglichkeiten. Oben auch ein Tucken. Und dann diese ganzen Kajüten, sag ich jetzt mal. Diese ganzen Schlafkabinen. Und die sind auch immer so Doppeldecke. Und dann schlafen halt so 2000 Leute in diesem Bus. Und da, ich kann sowas nicht, ich mag sowas nicht. Ich bin auch nicht so der Hostel-Fan oder sowas. Und dann fährt das Ding auch noch. Und ich war so total neben der Spur. Also für mich war das überhaupt nichts Cooles. Und dementsprechend konnte ich auch nicht so gut pennen. Und ich war auch so ein bisschen aufgeregt, sag ich jetzt mal. Hab tatsächlich, ja, dann am nächsten Morgen ein bisschen Druck gehabt im Darm. Und es gab die ganz eindeutige Regel, im Bus wird nicht gekackt. Na, der Busfahrer hat gesagt, hier wird nicht geschissen, Digga. Wenn du scheißen musst, sagst du Bescheid und dann fahren wir an der Raste. Wir standen dann nach dem ersten Konzert in Hamburg, sind wir dann nachts nach Leipzig. Ne? Es ist ja auch ein Nightliner, also fährt Nights über die Autobahn. Das bedeutet, wir da also hin. Ich dann auch in meiner ersten Nacht ein bisschen länger wach geblieben. Noch das ein oder andere Lifestyle-Getränk verköstigt mit den Jungs von Electric Callboy und der Crew, die dann natürlich auch mit am Start ist. Und es war, wie gesagt, diese Regel am Start. Es wird nicht gekackt und ihr wisst schon so ein bisschen, in welche Richtung das jetzt hier geht. Also, ein bisschen intens. Und ich versuch's auch so ein bisschen geschmackvoller rüberzubringen. Also jetzt nicht, wie es geschmeckt hat. Dass ich jetzt nicht so die krasse Sprache hier, Fäkalsprache, weil es gibt super viele Leute, die sagen, Kalle, ich bin gerade am Essen, Alter, und du erzählst dir von deiner Scheiße. Und deswegen versuche ich es ein bisschen zu entschärfen. Das heißt, ihr könnt euch die Nudeln reinschieben, Digga. Und dann gehen wir jetzt in die Story. Also, Nightliner-Fahrt. Ich da also komplett unterwegs. Weiß also von dieser Regel. Wir haben so ein bisschen getrunken, spät ins Bett. Und dann morgens um 8 kommen wir dann ungefähr in Leipzig an. Ich fast keine Sekunde gepennt. Also wirklich gigamüde gewesen. Dementsprechend auch nicht besonders gut drauf. Ich bin so ein kleiner Morgenmuffel. Gerade wenn ich wenig geschlafen habe, dann bin ich unerträglich. So, aber ich war auch der Erste, der wach ist, weil ich ja basically nicht geschlafen habe. Hab ich ja gerade erzählt. Hast du dir zugehört? Doch, hast du gehört, oder? Hast du gehört. Aufgestanden und bei mir ist das Erste, wenn ich aufwache morgens, also no joke, ich wache auf und ich muss erstmal stuhlen. Ich muss richtig abkoten. Und da war es dann einfach so, dass diese Regel ja noch bestand und wir noch im Bus waren. Und der Bus war abgeschlossen. Er war abgeschlossen. Und das bedeutet, ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte. Und es war schon an einem Zenit angekommen, wo ich mich dann gefragt habe, wie machen wir das Ganze jetzt? Also ich dann da also erstmal runtergegangen. Denk an nichts Böses, dachte, ach, wir stehen ja schon an der neuen Venue, also an dem neuen Ort, wo das abendliche Konzert in Leipzig dann stattgefunden hat. Wie es der Zufall will, ich dann also runtergegangen, hab gesehen, ach, wir stehen hier schon, alles ruhig, alle pennen noch. Und ich dachte, komm, gehst du da mal raus und suchst mal einen WC, denn dann kannst du ja dein Geschäft erledigen, nicht wahr? Und dann ist auch alles wieder gut. Hab die ganze Zeit diesen Satz im Ohr. Kalle, auf gar keinen Fall in den Bus kacken. Wenn, dann nimmst du dir eine Tüte oder sowas oder machst du irgendwie irgendwo rein und dann trägst du es raus. Und ich dachte schon, ja klar, als ob ich hier eine Tüte kacke.
Und dementsprechend ich dann also so ein bisschen angefangen zu überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Denn der Bus war abgeschlossen und der Busfahrer war nicht mehr da. Und jetzt werden natürlich einige denken, ja, Kalle, bist du selber Busfahrer? Nein, ich bin den Bus nicht gefahren. Das haben wir damals in dem Video nur so nachgestellt. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Ja, toll. Jetzt soll ich hier ein bisschen rumfahren oder was? Da kennst du, ne? Ja, hier, guck mal, das ist... Naja, und wie es dann so halt so ist, ich dann so ein bisschen hibbelig geworden, weil dachte, ich muss jetzt aber wirklich mal zur Toilette. Bitte, 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 komm mal wieder zurück, Herr Busfahrer. So, und ich dann, da gibt es auch so einen Knopf innen drin, da kannst du basically die Tür mit aufmachen, ich drück da drauf, dann steht vor dem Bus ein PKW, weil der Bus noch nicht auf das Gelände von der Venue konnte, weil die noch nicht da waren. Das heißt, wir standen da irgendwie an der Seitenstraße in so einer Kurve hinter so einer Bushaltestelle, wo man, glaube ich, eigentlich nicht stehen sollte, und vor dem Bus schon PKW am Hupen und am Machen und ich will hier durch und steht schon auf und guckt so in den Bus rein und man denkt sich so, scheiße, Digga, scheiße. Und ich laufe quasi in der unteren Etage, ist ja so ein Doppeldeckerbus, in der unteren Etage, ich laufe die ganze Zeit auf und ab. Ich laufe die ganze Zeit nur von rechts nach links, Digga. Ja, die ganze Zeit, ich laufe und denk so, oh, wenn ich mich ein bisschen bewege, dann halte ich noch ein bisschen länger durch. Und der Druck stieg immer weiter an. Also ich bin da ganz ehrlich, das hat langsam so richtig wehgetan. Und das war schon so an einem Punkt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ganz dolle zur Toilette musstet, das war an so einem Punkt, wo man sich so dachte, wenn jetzt nicht gleich was passiert. Das war dann natürlich auch ein bisschen kritisch. Also ich dann da weiter gewartet und ich dachte, geil, wenn der BKW da hupt, dann komme ich raus. Weil dann kommt der Busfahrer zurück und ich kann schön rübersprinten und ablassen. So, aber dann kam der nicht. PKW zurückgesetzt, war mega sauer, fährt rückwärts zurück. Und ich dachte so, nein, komm zurück, hup weiter. Und das hat er dann aber nicht gemacht. Der ist dann halt weg gewesen. Und der Busfahrer kam immer noch nicht zurück. Und ich dann wirklich schon ganz schwer am Atmen gewesen, sage ich jetzt mal. Es war so richtig so... Was mache ich jetzt? Und ich war so, ich darf in diese Toilette nicht reinscheißen. Weil dann kriege ich mega Ärger. Und ich hatte so ein bisschen, ich bin so jemand, wenn jemand eine Regel festlegt, dass dann auch klar kommuniziert ist und ich dann trotzdem gegen die Regel verstoße, dann habe ich auch Angst, die Regel zu brechen, bin ich ehrlich. Ich bin so ein Regeltyp. Also wenn man mir sagt, das und das ist jetzt hier unsere Spielregel, dann will ich das immer befolgen und habe direkt instant ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur mit dem Gedanken spiele oder wenn das irgendwie in die Situation kommen könnte, dass ich diese Regel nicht befolgen kann. Ist irgendwie so in mir drin. Ich kann das auch nicht anders sagen. Ich weiß auch nicht genau, was das dann am Ende des Tages bedeutet. Naja, und ich dann also da mega die körperlichen Schwierigkeiten mittlerweile bekomme, ich dann auch so überlegt, scheiße, was mache ich jetzt? Scheiße, da war dann halt so ein Kasten. Also unten kann man sich vorstellen, wie im Zug, wenn dann so ein Tisch in der Mitte ist, dann sind halt diese vier Sitze und man kann sich so gegenüber sitzen. Also da waren auf jeder Seite, war da so einmal so eine Garnitur, sage ich jetzt mal, mit zwei Sitzbänken gegenüberliegend und dann so ein Tisch. Dann noch so ein paar normale zwei Sitzreihen. Dann war da eine Kaffeemaschine-Ecke mit so einem kleinen Schrank. Und auf dem Schrank stand halt die Kaffeemaschine und oben so ein paar Becher und so ein bisschen Zeug und hast du nicht gesehen. Und das hatte auch Schubladen. Die leicht habe ich ja Glück. Ah, entweder kommt jetzt dieser scheiß Busfahrer endlich wieder und macht mir die Tür auf, Digga, aber ich muss heftig auf Toilette. Oder Punkt 2, es ist vielleicht dann so, dass wir es hinkriegen, dass ich etwas finde für den allergrößten Notfall, wo ich dann mein Paket ablegen kann. Kam, wie gesagt, der Busfahrer nicht. Ich habe dann die Schubladen durchsucht und habe dann so eine Rolle blaue Müllsäcke gefunden. Ich bin auch bis heute sehr, 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 sehr dankbar, dass sie nicht durchsichtig waren. Und dann habe ich mir da so zwei abgestülpt und die ineinander gelegt. Weil ich hatte irgendwie so den Gedanken, wenn was ausläuft oder es flüssig ist, es ist mir auch unangenehm. Du guckst es dir gerade an, ich erzähle davon und uns beiden ist es unangenehm. Lass bitte ein Like da. Bitte. Naja, und wie es das Leben dann so möchte, habe ich mir das dann präpariert und habe die Tüten, ich habe mir noch eine dritte genommen, ich habe diese beiden Tüten in die Schüssel gelegt. Ja. Und ich dachte so, komm, ich warte noch eine Minute. Und das war dann so wirklich schon, dass es so richtig wehgetan hat. So von wegen, oh mein Gott, ich glaube, ich mache mir gleich in die Hose, wenn ich jetzt nicht auf Toilette gehe. Ich dann also in diese Buskabine, Toilette, Tür abgeschlossen. Und dann habe ich... Dann habe ich in die Tüte gemacht. Dann habe ich in diese Tüte gemacht. Und ja. Kennt ihr das, wenn ihr was gemacht habt? Und ihr seid euch direkt nach der Aktion sicher, dass das nicht gut war. Und ihr fühlt euch richtig schäbig. Und so habe ich mich gefühlt. Ich habe einfach original in die Tüte gekackt. Und dann musste ich das ja auch entsorgen. Ich dann also... Ne? Knoten rein. Natürlich auch ein bisschen gerochen. Weil am letzten Abend Bier getrunken und durcheinander gegessen. Und naja, und...
Ja, dann stand ich da. Ich war immer noch sehr happy. Es ist niemand wach gewesen. Es war wirklich so morgens um 8 und alle haben noch so gepennt. Die pennen dann immer so bis 9 oder so. Da war ich so richtig so, puh, zum Glück hat das keiner mitbekommen. In dem Moment bewegt sich auch oben irgendwas und ich denke so, shit. Bin ich da drin geblieben. Ja, habe einfach gehofft, dass die Person, die das dann gerade mitkriegt, das nicht mitkriegt. Ich glaube, die Person ist aber auch oben geblieben und dementsprechend ist da auch erstmal nichts passiert. Und ich dann den Beutel rausgenommen, nochmal in den neuen Beutel rein und nochmal versiegelt. Und dann hatte ich, Alex macht jetzt hier mal so richtig schön so einen Beutel hin, so einen Müllbeutel. Dann hatte ich so gefühlt, ein Kilo in der Hand. Es bricht mich jetzt gerade wieder erneut mental, muss ich sagen. Dass ich euch das auch erzähle. Ich bin mir jetzt noch gerade nicht so sicher, wie gut die Idee ist. Aber scheiß drauf, Digga. YOLO. Ne? Naja, und ihr seht schon, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, gerade da jetzt nicht Vollgas zu geben. Naja, es ist ja, wie es ist. Also, komme ich gleich zu, war auch nicht der Erste, denen das passiert ist. Das ist quasi so eine Tourtaufe. Vielleicht die Musiker unter euch werden das vielleicht mal schon gehört haben, dass sowas mal passiert. Oder auch vielleicht Leute, die generell mal auf Tour waren. Und ihr kennt das ja auch aus einem Flixbus oder so. Da wird dann auch gesagt, hier wird nicht geschissen. Und ich habe halt in die Tüte gekackt und habe dann mein Kilo Scheiße rausgetragen. So, und dann kam ich immer noch nicht aus dem Bus raus. Und ich dachte so, ich stehe jetzt hier in diesem Bus und habe ein Kilo Wurst in der Hand, das mache ich jetzt und es stinkt. In dem Moment kam halt dieser Busfahrer zurück und ich war so erleichtert und er sieht schon, ich komme da mit diesem Beutel raus und er so, aha, ja, Herr Kuroschinski. Da wurde jemand getauft, ne? Bustaufe. Ich dann da schnell weg, wollte eigentlich nur irgendwie die Möglichkeit finden, eine Mülltonne oder sowas zu finden, wo ich das reintun kann. Ich bin dann nicht fündig geworden, aber wie ich schon eben erwähnt habe, sind wir an einer Bushaltestelle stehen geblieben. Und an Bushaltestellen sind ja Mülleimer. Ne? Und wie ihr wisst, sind die Mülleimer an den Bushaltestellen, die haben dann so einen ovalen Eingang, der jetzt nicht allzu groß ist. Und ich habe dann das Paket abgeliefert an dieser Bushaltestelle. Ich habe an diesem Tag ein Kilo Kacke in der Leipziger Bushaltestelle in den Mülleimer geworfen und bin abends 50 Meter davon aufgetreten. Ja. Und ich habe das dann auch den Leuten erzählt, also den Leuten von der Tour, also die Band und so, und die waren alle so, ja, ja, haben alle schon mal gemacht. Dann war ich so auch so richtig fertig mit der Welt, weil ich so dachte, what the fuck, wie kann das sein? Wieso passiert mir das jetzt eigentlich? Mir ging es auch den Tag über dann nicht so ganz gut. Der Sterzig ist dann in Leipzig auch noch dazu gekommen. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Hey, Kalle! Ja, ich bin's, Sterzig! Oh, nee. Tja. Was soll ich sagen? Die restliche Tour verlief eigentlich reibungslos bis zu meinem letzten Datum in Leipzig. In Hannover. Da hatten wir das gleiche Spiel nochmal. Ich wieder aufgewacht, musste wieder dolle zur Toilette. Und es war wieder der Moment, wo ich dachte, please help me. Und dann habe ich es wieder ähnlich gemacht, nur nicht, dass es eine Bushaltestelle war. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe das jetzt erzählt. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren von eurer peinlichsten Story berichten. Das war es jetzt hier auch schon an der Stelle. Ich gehe mich jetzt verbuddeln. Kommt gerne auf der Gamescom auf mich zu. Brecht mich nur nicht darauf an. Ja, das wäre schon schön. Ich habe mir natürlich auch die Hände gewaschen. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite finde ich auch, das ist halt so dann the way to go, weil wäre schlimmer gewesen, hätte ich in den Bus gemacht, oder? Und dann hätte ich oder jemand anderes das putzen müssen. Und ich glaube, das ist halt dann so der Super-GAU. So ist halt unangenehm, vielleicht eine kurze peinliche Story, aber am Ende des Tages haben wir jetzt alle einmal gelacht, ein Like da gelassen und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder, wenn es wieder heißt, der Scheiß ist heiß. In dem Sinne, macht's gut, euer Kalleko Scheiße. Und bis dann. Ciao.